So Freunde, heute geht's ums Magnesium. Magnesium selbst herstellen, Magnesiumöl und Magnesiumspray und ein Magnesiumbad mit Magnesiumflocken. Das werde ich euch nachher später zeigen und ich werde euch jetzt erzählen, was es bewirken kann, ja, und auch tut, ja. Aber alles kann, aber muss nicht. Bei jedem Menschen ist es verschieden und ich erzähle euch nur das, was ich selbst erlebt habe, das, was ich von anderen Menschen erlebt habe, was ich bei mir ausprobiert habe, was sich verändert hat. Es bringt mir nichts, Dinge zu sehen, das kann das bewirken und das kann das, wenn dieser Mensch das nicht ausprobiert hat. Ja? Würde ich sagen, wir starten gleich ins Video direkt. Nimm dir ein Entspannungsbad mit Magnesiumflocken. Gib zwei große Hände voll in deine Badewanne mit Magnesiumflocken. Mit Magnesium nimmt dein Körper besser andere Vitamine auf, zum Beispiel Vitamin B12, Vitamin D3, Biotin und so weiter. Magnesium entspannt deine Muskeln und fördert einen besseren Schlaf. Und es hilft dir auch vielleicht bei Kopfschmerzen. Fehlt Magnesium, kann die Muskulatur im Darm nicht ausreichend arbeiten. Die Folgen sind oft Verstopfung und Bauchkrämpfe. Beide Symptome können auch bei Menschen mit Reizdarm vorkommen. Magnesium ist verantwortlich für Herz, Psyche, Darm, Haut, Blutdruck, Schlaf, Muskeln, Hormone und so weiter. Magnesium kann nicht das Alter der Haut aufhalten, aber es kann ihn verlangsamen. Als antioxidativer Wirkstoffe schützt Magnesium die Haut vor freien Radikalen, die Hautalterung und Faltenbildung vorantreiben. Wie lange dauert es, bis Magnesium wirkt? 1 bis 2 Tage. Oft wirkt es schon schneller, nach einigen Minuten. So wie bei mir. Zum Beispiel Ischiasnerv eingeklemmt und nach einem Bad und 400 Milligramm Brausetabletten spürte ich gleich eine Verbesserung. Stellen wir das jetzt her. Ich habe einen alten Deroller zerlegt, egal jetzt was da oben steht, mit dem Messer einfach abgemacht, passt. Da machen wir Magnesiumöl und dann habe ich hier noch Sprühfunktion. Und das ist dann für die Hand zum Aufsprühen und zum Verwischen. Und ein anderer nehmt ihr dann zum Auftragen. Und das stellen wir jetzt her. Und ich würde sagen, los geht's. Nicht vergessen, ein Becher, wo man das schön hineinschütten kann. Und was ganz wichtig ist, Quellwasser nehmen, ja? Oder Brunnenwasser. Kein Leitungswasser. Hier ist Brunnenwasser. Dann einmal Magnesiumflocken, dann rühren wir das Ganze mal um, Holzlöffel. Du nimmst einfach diese Menge, die du brauchst. Ob das jetzt zu viel, zu wenig ist, das ist nicht so wichtig. Wir rühren das jetzt schön auf, bis es ganz zergangen ist. Ja. Dann schauen wir. Geben wir noch was dazu. So, hat sich ganz aufgelöst. Es wird immer mehr öliger, würde ich sagen. Wir geben noch etwas dazu. Das liegt einfach in deinem Gefühl, wie du es möchtest. Mehr, weniger. Alles, was hier passiert, habe ich selbst angewendet. Natürlich spielen viele Faktoren mit, aber das habe ich euch schon vorher erzählt. So. Und jetzt da gießen wir das hier hinein. So. Und fertig ist dein Magnesiumsprüher, sagen wir so. So, und jetzt, das ist nichts anderes als wenn ihr, weiß ich nicht, in der Apotheke oder bestellt irgendwo, das wird nicht anders gemacht, ja. Und kostet 10 Euro.
Und jetzt sprühst du es auf. So, und dann reibst du es ein. Und du merkst schon diese, so wie das von den gekauften ist, dass es so ölig ist und es ist ganz weich. Das Wasser wird ganz weich. Und das machst du jeden Tag. Okay? Und jetzt da machen wir das Öl. Wir nehmen noch etwas Wasser. So. Eine Handvoll. Und noch eine kleine. So. Es muss etwas dicker werden. Eh logisch. Wenn du das jetzt schon auf den Händen hast, so, und ein bisschen Wasser drauf hast, merkst du schon, wie es schmiert, wie es ölig. Jetzt rühren wir das Ganze um, etwas länger, ganz einfach. Es kann alles so einfach sein und nicht teuer. Da geben wir etwas mehr hinein, noch eine Handvoll. So viel, bis es richtig ölig wird. Also richtig dick, eine festere Konsistenz hat. Konsistenz. Schön auflösen. Dein Körper wird es dir danken. Du kannst es auch etwas stehen lassen und dann weiter rühren. Jetzt füllen wir das ab. So, es war ein bisschen zu viel. Dann geben wir das drauf. So, und fertig ist dein Roller. So, hier kannst du dich schön einrollen. Und fertig. Hier. Und das war's. Und es ist schön geschmeidig und wie das Original. Ohne Kochen, ohne irgendwas. Gar nichts. Ich kann euch nur sagen, vielleicht höchste so Bio-Qualität, sage ich einmal. Ja? 40 Euro 4 Kilo. Ja? Wir reden von Kilo und mit diesem Deo oder das zum Sprühen kommst du schon sehr lange aus. Ja? Und alles für die Gesundheit. Du brauchst keine Pillen schlucken, ja? Weil vielleicht der eine wieder sagt, ja, beim Magen geht es mir dann nicht gut oder so, weil alles zu viel ist, weil er andere Präparate auch noch nimmt und so weiter und so fort. Ja. Also auf die Haut nimmt es auf. Und PS, hier wird nicht gemogelt. Ja. Hier wird nicht gemogelt, geflunkert. Alles, was ich mache, das habe ich bei mir getestet oder genommen und oder von anderen Menschen erfahren, wie es ihnen nachher gegangen ist und so. Und das finde ich sehr wichtig, weil wenn ich von Sachen erzähle, das kann dir helfen. Und ich weiß aber nicht, weil ich es nie probiert habe, aber ich habe es wo gehört und das hilft ja jeden anderen auch. Das bringt niemanden weiter. Schreibt es in die Kommentare, wie es euch geht, wie es euch gegangen ist, ob es was verbessert hat oder irgendeinen Zustand und so. Ja? Oder wie es euch generell überhaupt vorher geht, bevor ihr sowas überhaupt genommen habt oder gebadet habt. Ja? Das wird mich interessieren und das wird ja auch vielen anderen interessieren. Nur so können wir uns selbst helfen. Ja? Und wenn ihr noch Bock habt, ja, dann könnt ihr auch vorbeischauen bei John Discovered, ja, Lost Places, Abenteuer, Outdoor, und so weiter, verlassene Orte mit meiner Freundin und ein Herzensmensch habt ihr sicher im Hintergrund gesehen. Vielleicht habt ihr Lust, dort auch vorbeizuschauen. Okay? Ciao, ciao. Und nicht vergessen, alles, was hier ausprobiert wird oder gezeigt wird, das habe ich erfahren oder von anderen Menschen erfahren, wie es ihnen gegangen ist bei gewissen Dingen. Schaut auf meinen Kanal, schaut einfach durch und ihr werdet schon sehen, es gibt nur eines auf diesem Planeten, was zählt, ja, das ist die Ehrlichkeit. Die ist sehr, sehr wichtig. Menschen beachten sich selbst oft nicht, dass sie sich selber anflunkern und so, und das muss nicht sein.
Man kann ehrlich sein, es geht alles viel schneller und das Gespräch ist auch gleich vorbei. Ja. Ihr wisst schon, positiv und tschüss.